Ja, letzter für heute. Ja, Fenster. Kassette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Aha, 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte, der war 4437 oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Alter, bist du ein 44 irgendwas? Alter, jetzt hat der mich schon wieder... Ein Typ, echt. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Und da ist man... Dankeschön. Und da kommt man... Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Ja, das ist... Da kommt man einfach so drauf, ja, normalerweise. Betrachtung wird mich das nicht wirklich weiterbringen. Ich probiere lieber nochmal was anderes. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Oh Mann, ey. Und jetzt nichts wie weg hier. Ach, jetzt sieht er nicht. Selbstanalyse abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Die Datasette... Ach ja? Und wie erklärt... Das hier? Himmel, Arsch und Wolkenbruch, da ist es ja. Nun bin ich aber mal gespannt. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen... Nein. Verschwinden Sie. Weggetreten. Weg. Will ihn mehr sehen. Sie befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Ja, vom Ablauf ist es klar, weil jetzt ist er da, spürt ihn auf. Er sieht mich nicht, wie ich oben rinkrabble. Was ist denn das jetzt? Ist jetzt der richtige Klitis? Also, wie war das jetzt gleich? Ja, genau, weil ich bin... Nee, Moment. Verdammte Kiste! Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Oppenbot! Ja, bitte... Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alter? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! So, jetzt aber. Wie war das? Ach ja, Golds Geburtstag. 4473? Nein, warte. Nicht Golds Geburtstag. Ach ja. Das war ja auch nicht Golds Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Vor allem der Alarm, das ist... Der Alarm, volle Pulle. Ja. Und, Die Aufstiegscodes. Endlich. Ey. Schau, da ist noch ein Rebell.
Brain. Schnapp ihn dir. Oh oh. Wo ist er hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt bald oder muss ich dir Beine machen? Oh, hört, jetzt blicke ich auch schon nicht mehr durch. Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Jawohl, Herr Amtmann. Oh Gott, ey. So, die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch. Mal eine ganz kurze Frage. Bei welchem Prozentsatz sind wir vom Game? Goal! Rufus. Aua. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Ganz und groß. Ob es die wird. Schaut genau hin. Jetzt kommt ein Zaubertrick. Oh no. Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Warum? Das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc! Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt. Öffnet das Kanonentor. Wer ist er? Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi, das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp, das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Ha. Code-Eingabe. Ach, hier. Rufus. Nun mal langsam. Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein. Goal. What? Du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donner. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rück die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Ist der Argon? Ist offenbar unter Warnvorstellungen. Argon? Ja. Nein! Jetzt bald!
Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Ich war auch noch nie zu dritt. Ein. Er wird auch versagen. Nein. Genau wie du. Bester Typ. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Jetzt. Wofür denn? Wofür denn entschuldigen? Weißt du das wirklich nicht? Nee. Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder. Er ist alt, betet gleiche, teilweise. Betet gleiche. Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein. Er muss das lernen. Also, Rufus, wir warten. Ich muss sowieso den ganzen Text durchgehen, oder? Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Gol beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. No, das Boso. Aber offenbar ist es ihm wichtig, seine Bresche durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Fun Fact. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst. Du hast denn nicht beigebracht, sonst würde ich mich ja, könnte ich mich ja entschuldigen und das hätte ich ja alle Jahre nie gemacht. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Hey, gut, du musst ja nur alle durchkauen wieder. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch. Das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss... Auf Bayer, die Ohren langziehen. Setzen. Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Ziegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Jetzt bald. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Kann ich jetzt unten einfach das nehmen und dann ist okay? Sicherlich nicht, oder? Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Voll klar. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Oh no, oder? Das ist seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, ja, und nicht nur das. Er hat Wenzel gedemütigt. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Er hat fremde Leute beleidigt. Nicht doch. Es ist gerade so spannend. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat halb Kuwak verwüstet. Postkatzen. Postkatzen. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt.
Er hat halb Kuba verwüstet. Er hat Wenzel gedemütigt. Es ist gerade so spannend. Er hat John F. Kennedy erschossen. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Alle. Warum tut ihr nichts? Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Er hat sie doch nicht beleidigt. Was sollen wir denn tun? Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Er hat Wenzel gedemütigt. Nichts auf dieser... Er hat Tonys. Aber er könnte ja mal speichern ertränkt. Zwischendurch. Froh namenlos hat er die geschrieben. So, Leute, mal schnell die Spannung rausgenommen, oder ist der in die Geschichte, ja? Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Hey, Finger weg! Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Er hat Wenzel gedemütigt. Was geht denn hier ab? Wo ist Goal? Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nicht? Er hat Wenzel gedemütigt. Er hat eine Waffe. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat sie doch nicht alle. Er hat Katzen komm schon, Rufus. Unter Drogen gesetzt. Er hat Wenzel gedemütigt. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Er hat Wenzel gedemütigt. Doc arbeitet für Seagull. Von dem kann ich keine Hilfe erwarten. Was das Zeug hält. Nicht einmal er hilft mir noch. Leute ich bin auf mich allein gestellt. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch keine Hilfe zu erwarten. Ich bin auf mich allein gestellt. Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat halb Kuwait verwüstet. Er hat halb Kuwait verwüstet. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Nein. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat halb Kuwait verwüstet. Seagull erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Behämmert? Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Seagull erwartet, dass er beleidigt. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Der regt sich jetzt auf. Material habe ich nicht. Beleidigt. Er hat sie doch nicht alle. Warum was sollen wir denn tun? Delfine zu Thunfisch. Die heulen alle was rum. Sie will, dass ich mich entschuldige. Und dort mischt er sich ein. Sie hat sowieso nie alle Leisten an der Tanne. Tannen war, Nadeln an der Tanne und so. Hat gestohlen, was das Zeug hält. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Sie steht auf Seagulls Seite. Er hat Wenzel gedemütigt. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Er hat halb Kuwait verwüstet. Den Stecker da meckert Dingens rum. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Finger weg, hab ich gesagt. Siehst du? Er ist an allem schuld. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Es reicht! Mutti gestorben ist. Oh, Wiederholung. Nicht! Also, was ist jetzt? Bekomme ich meine Kohle nicht? Gib sie ihm nicht. Aber dann wirft er dich vom Turm. Wiederholung. Von uns schafft es nach Elysium. Katzkalender. Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein. Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen. Was redest du da nur für einen Unsinn? Wird denn das heute noch was? In der Zeit hätte ich mir schon längst eine neue Kopie der Datasette anfertigen können. Was denn? Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Daten nicht noch irgendwo anders gespeichert habe. Sowas nennt man Backup. Tja. Aha. Ich habe mich immer gefragt, was wohl dein letzter Hüffig, der Typ. Entscheidender Fehler sein wird, Rufus. Ich denke, da haben wir ihn dann wohl. Hoppenbott, werfen Sie die Frau vom Turm. Aber... Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. What?
Wo hast denn das Wort jetzt hergezaubert? Oh, jetzt sind die in der Kanone drinne. Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wozu eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Zeit schinden? Zeit? Wofür? Ja, ja, aus der ja, ja. Der Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Ich benehme mich nicht wie ein Baby. Tust du doch. Ist es okay, wenn ich sah, dass der alte weiße Haare das Haus mir auf den Keks sieht? Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Telefon. Oh, Nanu, was ist das? Ein Babyfon klingelt. Ja, ja. Ich habe es vermasselt. Mhm, alles klar, danke. Das war Rufus. Er sagt, er hat es vermasselt. Na sowas. Okay. Und los geht's. Hey, was soll denn das? Hey! Hey! Ich fahre. Nein, ich fahre. Du verdammter! Last! Ich fahre. Nein, ich fahre. Verdammt, tut das weh. Ich sag doch, ich fahre. Na dann, nichts wie weg hier. Ja, nie. Wahrscheinlich. Ja, genau. Alles klar. Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Oh nein. Wovon redest du denn da? Oh, natürlich diese Kulleraugen. Leider nicht. Wie so ein Wuffi. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es für mich. Wie melodramatisch. Halte durch. Du kannst es noch schaffen. Nein, es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Gib jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrottpressen reparieren muss. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Ich schaff das nicht ohne dich. Doch, kleiner Anakin, Rufus, das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Boah. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft.
Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehr von. Ja, warum musst du so blass sein? Es blendet total. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte. Wie damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Ja, bitte. Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ach so. Ernst. Und gute Nacht. Ach so. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Mit einem P? Ah ja. Ja, klar. Okay. Ein Plan also. Komm schon, Rufus, du bist gut in sowas. Du bist super, super, super. Nein, verdammt, bist du nicht. Du hast alles vermasselt. Siegel hatte recht. Der Fahrstuhl ist futsch. Und Deponia wird gesprengt. Kein Plan der Welt könnte das noch aufhalten. Hier fehlt ein Plan. Jetzt komm, hör doch mal auf. Das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Teufel? Ich habe es nicht nötig, Beweise zu fälschen. Immerhin stehe ich ja nicht vor Gericht. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem... Wer denn rein in das Ding? Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der... Vor allem durch den Panzer verstopft und der steht da oben im Hintergrund immer noch, wa? Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter... Und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber... Er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das... Bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Olle Doc. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Naja, es ist nicht nichts, was ich besser ist als jeder andere. Ich kann mich nicht verlieren. Ich hab's nicht da. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Eine Zimperlise. Und deswegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Start frei. Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen. Jetzt hör doch mal auf. Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege... Ich dachte, das hätte... Alles muss... Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht alt. Oh, na, die BNO-Ner, die bin Rentner-Ner. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Jetzt. Danke. Jetzt aber. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten reiten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Unser Schnabel, die Dummen. Lotti findest du cool. Hussa, meine Lieben. Oh.